MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde des ETS Simulators 2. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Weiter geht es hier in unserer rasanten Fahrt ins Nimmerland. Ja, im letzten Part wurde ein bisschen abgebrochen. Das lag daran, dass Gott und die Welt bei mir meint, anzurufen, zu klopfen und weiß der Teufel was. Und tja, hier und da muss man dann mal dran gehen. Das ist gut. Der Part beginnt mit dem Aufhören des Regens. Geil. Einfach nur geil. Mehr möchte ich gar nicht. Mehr möchte ich überhaupt nicht. Zack, bin ich happy. So schnell geht das Ganze. So, schnell rüberziehen. Bevor er da meint, mir wieder den Platz streitig zu machen. So, Tempomat rein und los geht's hier. Ach ja. Was ich nur erwähnen möchte, ich habe den No-Speed-Limiter drin. Das heißt, wir können wieder schneller als 90 fahren. Hurra. Die Mehrheit freut sich wahrscheinlich, ein paar Leute nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich probiere jetzt mal aus, ob er überhaupt funktioniert. Nö. Ah, ich weiß auch warum. Kurz Moment. Wo ging das hier? Komme ich denn hier irgendwie in die Profile? Genau, so, dann hier auf Eigenschaften. Hier sind übrigens alle Mods, die ich drin habe. So. Oh nein, jetzt stehen wir wieder still. Oh, ist doch kacke, mitten auf der Straße wahrscheinlich. Ah. Das war so klar. So. Jetzt habe ich ihn drin. Ich habe ihn mir runtergeladen. Den Link findet ihr natürlich auf meiner Webseite. Ist aber auch nicht wirklich schwer zu finden. So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir schneller fahren können. Es liegt aber auch nur daran, dass ich den Mod haben möchte, weil hier und da ist es sehr träge, diese Fahrten. Und bevor wir hier irgendeinen Blödsinn fahren oder umfallen oder weiß der Teufel was, fahre ich lieber ein Stück schneller. Und funktioniert er? Wir geben mehr Gas, das heißt, wir fahren deutlich mehr als 90. Oh, ist das göttlich. Lang ist es her, dass wir schneller gefahren sind als die 90 km/h. Aber dadurch, dass das kein Physics-Mod ist, dürfte uns damit jetzt auch kein Unfall oder sonstiges passieren. Ich hoffe es zumindest. Na, ich werde in der Mitte bleiben, glaube ich. Das ist das Sicherste. So, Schaden dürften... Warum hat unser Hex 27% Schaden? Hä? Wann haben wir den denn bekommen? Ich bin baff. Fuck. Boah. Das war gemein platziert, diese Blitzer. Wahnsinn. Also der war richtig assi platziert, eindeutig. Boah, da wäre fast drauf reingefallen, vor allen Dingen. Richtig gemein. Oh, der Wagen liegt gut. Also, bitte Leute, ladet euch nicht den Physics-Mod herunter, sondern nur der No-Speed-Limit. Der ist echt gut. Durch den Physics-Mod würden wir zu schnell umkippen. Lassen wir den raus, kippen wir nicht so schnell um. Wir sind zwar immer noch nicht so schnell unterwegs wie mit unserem alten Fahrzeug. Mit unserem Scania, der 720 PS hat, glaube ich sogar. So, wir müssen hier rüber. Wir sind ja deutlich schnell genug. 125 km/h fahren wir. Und noch deutlich mehr. Also ich schätze mal so 130, 35 sollte der schaffen. Mit diesem Mod als Hilfe. Und ja, ich möchte natürlich nochmal allen Leuten danken, die mein ETS-Video schauen. Okay, bei 130, da fängt es erst an.
Wenn ich überlege, bei unserem alten Physics-Mod fing das ja schon bei... Bei wie viel fing das an? 100 eigentlich schon. Oder 90 schon. Da konnte man echt nicht zu schnell fahren. Das ist sehr traurig gewesen dafür, dass man sich den Physics-Mod ja eigentlich dafür holt, schneller zu fahren. Naja, was soll's. Oh, wir schaffen deutlich mehr, als ich gedacht habe. Hat der deutlich viel PS? Der FH16? Hat der viel PS? 146 km/h schaffen wir. Wow. Ich bin beeindruckt, förmlich. Okay, jetzt müssen wir auch vorsichtig sein, weil die Kurve ist schon sehr eng mit dieser PS-Zahl. Mit dieser Geschwindigkeit. Nö, kein Problem. Okay, cool. Dann sind wir auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs, schaffen mehr Strecken. Können deutlich mehr Aufträge fahren. Ja, es hört sich alles ganz positiv an, momentan. So, ich gehe vorsichtshalber vom Gas und immer auf die Bremse. Nicht abbremsen da vorne. Wow, 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 wow. So, wir ziehen hier ganz rüber. Das ist am sichersten, glaube ich. Zumindest momentan. Da wir so relativ schnell sind. Die stellt euch einfach mal vor, da sitzen reelle Personen in diesen Fahrzeugen links neben mir. Die liefern sich so ein Rennen. Und dann überholt die einfach von links, von rechts, ein LKW. Was meinst du, was die denken würden? Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn wir einen Unfall bauen. Ich glaube, was liefern wir? Waren es Chemikalien oder sowas, ne? Ja, heiße Chemikalien, meine Güte. Ist ja nicht so schlimm. So. Ist auf jeden Fall mal ganz angenehm, wieder etwas schneller zu fahren. Mich freut's zumindest. Ich sehe es ja dann später in euren Kommentaren, ob es euch auch gefällt. Ich muss hier dringend auf die Bremse gehen. Die Kurve ist echt hart. So, hat aber noch funktioniert. Mit starken Abbremsen hat das Ganze noch geklappt. Gerade so, aber okay. Okay, wir können hier rüber. Und jetzt kommt Überholmanöver à la Herbert. So, wunderbar. Das ist ja... Fuck, zu schnell. Okay, vergiss es. Merken. Also das können wir uns echt merken, wenn wir über 120 fahren. Kriegen wir direkt ein Ticket. Und da sieht man mal wieder, hat man diesen Speedlimit-Mod drinne. Ist direkt, zack, kriegst ein Ticket in die Nase. Zack. Als ob das Spiel schon vorher wüsste. Was ich eh gut finde. Genial gemacht, ja. Eigentlich war ja nie vorgesehen, schneller zu fahren als 90. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir das Spiel... Hoppe, ich habe voll gerülpst gerade, es tut mir voll leid. Die haben sich bestimmt selber gedacht, wenn wir das Spiel schon freigeben dafür, dass es modbar ist, dann machen irgendwelche Jungs sich den Spaß und modden das Ganze so. Ich bin gleichzeitig was am Einschütten. Oh Mann, Herr Multitasking fähig. So, ein bisschen Zitronentee hier. Heiße Zitrone. Da dachten die sich, komm, wir stellen Blitzer auf, die auch wirklich reagieren auf überhöhte Geschwindigkeit. Wo waren das jetzt hier? Wir müssen auf jeden Fall gleich pennen. Also in 1 Stunde 39 müssen wir pennen. So oder so, da kommt, führt kein Weg dran vorbei. Ganz genau. Wir hören es ja schon von unserer Figur. Boah, fuck. Ich fahre hier über zwei Spuren entlang. So, voll abbremsen hier. Was passiert? Ich glaube, wir haben so stark abgebremst, dass unser Vorderteil immer den Boden berührte. Auch nicht schlecht. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir hier fahren dürfen. Aber egal, wir fahren einfach mal hinterher.
Ist ja gut, wir gehen gleich schlafen. Mach locker. Vorsichtig. Ich warte ja nur auf die Gelegenheit zu überholen, aber sieht schlecht aus bis jetzt. Oh, 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 oh. Unsere Gelegenheit ist jetzt gekommen. Go, 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 go. Noch der LKW hier und dann rüber. Göttlich, Mann, wir haben es geschafft. Einfach nur genial. Puh, war aber auch verdammt knapp, muss ich ehrlich sagen. Genau auf 100 steht der Speedlimiter. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen. Das wird noch kommen. Das wird noch kommen, auf jeden Fall. Nämlich in 200 Metern können wir pennen. So, da vorne nämlich. Voll in die Eisen. Und ob ich hier schlafe. Ja, wir müssen drehen. So. Und gute Nacht. Wow, es ist arschdunkel, aber mal richtig dunkel. What the fuck? Warum ist es so verdammt dunkel? Huch. So. Wunderbar. Und schon geht's weiter. Ging doch einfach, würde ich sagen. So, und da vorne haben wir direkt wieder unsere wunderschöne Autobahn. Das ist natürlich super. Aber ich weiß nicht, woher wir den 27-prozentigen Schaden haben. Ich bin da gerade echt stutzig drüber. Ich weiß es nicht mehr. Bestimmt habe ich den selbst verursacht und ich habe keine Ahnung mehr. Es ist echt alles möglich. Sehr aufmerksam von ihm. So, jetzt müssen wir gut beschleunigen. Damit wir mit einer guten Geschwindigkeit da unten rauskommen. Und uns direkt anschließen können. Und es hat geklappt. Ja, wunderbar. War aber auch sehr knapp wieder mal. Aber Leute, wie es weitergeht, sehen wir am nächsten Part. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Macht's gut und tschüssikowski.